So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K15, meine Karriere mit Tim Wiesem. Da ist er, der siegende William, William Regal hat verloren. Wir haben beim letzten Part schön die Arbeit machen lassen von Dolph Ziggler. In einem Tag Team Match haben wir dann gewonnen gegen William Regal und seinen Partner, und das wäre also sein Tag Team Partner Baron Blake. Gute Bekannte, die beiden, kann man so sagen. Unsere Fehde mit William Regal geht kräftig weiter. Der kann es immer noch nicht verkraften, dass wir eben nicht die Ehre gewährt haben, sein letztes Match gegen uns zu bestreiten, irgendwie so. Und jetzt krachen zwei Fronten aufeinander. Irgendwann, hoffentlich, bestimmt bei Survivor Series. So, wir sind jetzt schon im August, das heißt SummerSlam wäre dann der nächste Pay-Per-View. Auch mal sehen, was als nächstes ansteht. Ich vermute ja, ein Match beim Main Event, Tune-Up, also Vorbereitungsmatch oder Dark Match. Nein, eine Entscheidung. William Regal sagt, ich hoffe, die Wahl meines Tag-Partners kam nicht so überraschend. Ich wollte jemanden, der auf jeden Fall viel besser als du bist. Hätte nur gefehlt, als würde da stehen, wie du. Ah ja, den schlimmsten Leute. Er ist ein Nichts. Das werde ich nächste Woche zeigen. Die Frage ist doch, bist du besser als ich? Ich glaube kaum. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns hier eher auf William Regal konzentrieren. Deswegen drücke ich Kreis. Und dürfen jetzt... Oh, wieder ein Match gegen Baron Blade, aber mit ihm als Manager schmarrn. Mann! Mann! Schon wieder, ey. Dann machen wir halt Baron Blade wieder fertig. Aber wenn William Regal da am Start ist, vielleicht gibt es ja wieder eine schöne Cutscene. Eine Katze. Mhm. Ja, Franz und seine Wortwitze. Mal sehen, ob sie das bewahrheiten wird. Nicht von hinten attackieren. Und da ist er. Oh, this is not gonna be good. Regal is really giving it to him. He needs to leave this guy alone. He didn't even do anything. Well, that's the thing, Cole. I think Regal believes he deserves better treatment from his protege. Kann gar nicht böse gucken, so wie er gerade. Ich muss immer lachen. Meine Weg. Spiegeln bitte. Nee, kann ich nicht. Nee, so Mundwinkel verziehen kann ich nicht. Ja, toll. Das war jetzt Ende der Episode. Tschüss. War das auch so eine Standard-Cutscene? Ach, wir sind jetzt bloß doll angeschlagen. Nö. Na toll. Und was hat jetzt die Cutscene gebracht? Nichts. Ich bin ja nicht mal angeschlagen. Wo ist die Herausforderung, Spiel? Wo ist er? Was will der dünne, blasse Junge da? Ich möchte die Show ohne ihn sehen. So. Ich will jetzt mich schon pinnen. Gib nicht! Ach, wir haben... Wow, wir haben eine Stamina-Leiste weniger. Puh, da muss ich aber erstmal zurücklehnen und gucken, wie ich dieses Match bewältigen werde. Oder halte ich einfach weniger aus. Ich könnte einfach bloß ein Match lang Content. Das wäre ja was für eine zukünftige Challenge-Ausgabe. Und ja, 2K15 wird auch mit Challenges wieder bestückt sein, wo ihr mir Herausforderungen schicken könnt. Für das Spiel WWE 2K15. Und dann versuche ich die zu meistern. Und dann gibt es Punkte. Vielleicht mache ich da auch noch ein paar Änderungen im System, damit es ein bisschen spannender wird oder irgendwie so. Ihr könnt mir ja mal Vorschläge schreiben in die Kommentare. Und zwar, falls ihr das nicht kennt, könnt ihr mal die Playlist angucken auf meinem YouTube-Kanal. WWE 2K14 Challenges, also zum Vorgänger. Da habe ich halt immer Herausforderungen angenommen und dann, falls ich es geschafft habe, von euch eine Herausforderung zu meistern, bekam ich einen Punkt. Und falls nicht, habt ihr einen Punkt bekommen. Am Ende gab es dann einen Endstand. Ich wollte es jetzt nicht spoilern, für die, die ganze Playlist noch gucken wollen. Ja, aber habe ich ja nur mit Gesamtpunktzahl gemacht, also das ganze Let's Play über, und dann stand es am Ende, also es gab dann über 70 Episoden oder so. Und man könnte das dann ja auch in Runden aufteilen, das haben auch schon einige vorgeschlagen. Aber dann fragt sich, wo ist der Sinn? Strafen mache ich nicht, weil dafür bin ich zu sehr Pussy. Also, so sehr verhuren wollte ich mich dann doch nicht, dass ich denn, falls ich verliere, weiß ich nicht, einen Eimer Dreck fressen muss oder irgendwie so. Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck, und rat mal, was da drin ist. So. Moment, komm, Baron. Baron, komm. Komm, ich konnte ja sowieso. So oder so. Pass auf, ich taunte jetzt einfach die ganze Zeit, bis ich 150% voll habe. So. So. Oh.
Schon wieder so spät. 21 Uhr abends, ey. Boah. So spät, ey. So, Baron. Hast du auch noch was drauf oder so? Das wäre ja mal cool. Das wäre ja mal voll cool. So. Well, out of nowhere. Out of nowhere. Na komm. Na komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Quote von 100%. Versuche ich jetzt gleich nicht mehr. Oh mein Gott. So. So kann ich auch ein Match bestreiten. Einhändig. Das hatte ich auch schon als Challenge. Einhändig Match spielen. Oder? Ja, doch. So. Riesebomb. Drön, drön, drön. So, jetzt reicht aber auch. Wir haben uns einfach mal 60% erhascht, nur durch Content. Das muss man ja danach machen. Ich weiß nicht, so schwer. Mit 2K15 und der PS4. So, Regal. Würdest du jetzt hier eingreifen? Komm hoch. Macht er gar nicht. Nee, komm. Brechen wir ab. Leider merkt man das sofort an dem. Hier mit den Zuschauern und so. Und dass die Kommentatoren nichts sagen. Wenn einer abbricht. Den Pin. Das würde vielleicht so Spannungszwecken im Let's Play ganz cool sein. Aber das hört man ja leider sofort. Von daher lassen wir das aus. So. Aber ich bin allgemein nicht so ein Fan. So. Weiß nicht. Na, kein Kommentar. So, dann möchte ich auch noch einmal den guten alten diese Kick Kung Fu Kick zeigen. Mit unserer Stamina sind wir auch sehr sparsam mit unserer Ausdauer. Muss ich ja schon sagen. Oh, weiter. Könnte man wieder ein paar Anvisierungsaktionen machen. Und zwar im Stehen. Im Stehen. So, wir haben ja bloß eine Anvisierungsaktion. Finde das ein bisschen doof, finde. Ja, das war's. So, haben wir hier Headbutt oder was? Ne, ich weiß gar nicht mehr, wie das funktionierte. So, schöner Suplex. Gucken, was war denn nach rechts, war glaube ich. Big Suplex oder irgendwie so. Von Facelock. Ab geht er. Also hier. Ja, macht er jetzt hier? Na, ah, einfach Punch. Ready, ausgeholt. Wie sich das gehört. Vor allem Mr. Wiese. Mr. Wiese, Wiese. So, zack. Einfach rein damit. So, er bleibt auch am Boden. Nee, er bleibt auf dem. Nee. Er bleibt auf seinem Bein. So heißt das. So, hab. Nee, er konnte er selber mal. Und hat auch eine letztens geschrieben. Haben die Entwickler nicht gemerkt, dass die grünen Teils oder das grüne Teil von Baron Blake total scheiße aussieht? Das ist eine gute Frage. Lass er mal den Support anschreiben. Vielleicht haben wir darauf eine Antwort. Leider habe ich noch keine Course von euch gesehen, sondern muss ich Standard-Course, vielleicht weil ich damit halt angefangen habe. Wobei, ich habe den neuen Spielstand auch mit Freunden angefangen. Also hier mit, hier wo auch die deutschen Freunde mit am Start sind. Oder muss ich dafür extra was einstellen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe keine Option bisher dafür gesehen. Bam! In der Luft! So, da ist mehr Lariat! Und mehr Lariat! Oh, müssen wir das Stamina aufpassen, Freunde. An den Hinterkopf. Geht nicht. Wie kann ich nicht an den Hinterkopf? Was soll der Mist denn? Oh, zu früh. Keine 100% mehr. Wieder zu früh. Hans! Nicht immer zu früh. That's what she said, ne? Ha! Mich wieder selber gedisst. Na komm, den krieg ich aber jetzt, komm, ne? Au! Spielen zu. It's an amazing atmosphere in this arena tonight. Boom! So. Und dann. Ach, die Rasenmäher Lariat. Kannst du immer ausrasten, ey. Oh oh, Regal. Regal. Warte mal, wir haben die Move-Deep-Fähigkeit, ne? Geil, was er für Moves. Discos Clothesline. Das nehme ich. Wie war denn das nochmal? Okay. Ich stehe vor dem Gegner. Okay, das nehme ich. Pass auf. Das nehme ich.
Was? Welche Taste? L1. Da habe ich schon wieder Angst, dass ich das verkacke. Nein! Hör auf! Hörst du mal auf? Und renn wieder mit der. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich kann gar nicht geladene Finische machen. Doch, kann ich. Und go! Bam! Like a Luke Harper. Meine Haare! Auch gut. Ach, schön. Ein Powerpin. Zieh durch, Warren. Und wer vor the bell called? Wer wohl mein? Oh ja. Wow, was für ein Highlight. Zeigt den Ansatz zur Wiesebaum. Und das letztendliche Cover. Wow. Ach nee, das war ein abgebrochenes Cover. Sah so aus. War kein Kickout. Ja, stimmt. Beim Abbrechen kommt dann kein Kickout mehr. Boah! Was für eine Lariato! Lariato! Okay, Franz. Oh, oh, oh! It's Regal. He's going to try and attack him again. Wieder so eine alte Katze, ey. Haben wir richtig viel Mühe gegeben. Man, he just won't give up. Die hatten genug Leute beim Motion Capturing, hat man ja gesehen. Genug! Und da können sie keine neuen Animationen aufnehmen. Müssen wir uns die Animationen angucken, die wir schon 3, 4, 5 Jahre lang kennen. Vielleicht sogar länger. Wann kam der Story Editor das erste Mal hinzu? 2010? Ne, 2011 war auf jeden Fall dabei. Jawohl! Echt ewige Number One. Instant Classic. Hieß das doch, glaube ich, bei der englischen Version. So, Followers. Das ist ganz gut, ne? Können wir uns bald die nächste Fähigkeit kaufen. Jetzt geht es langsam ab hier mit der Möglichkeit, Fähigkeiten zu kaufen. Ja, weiter. Freue mich schon, wenn wir ganz viele Fähigkeiten haben. Ja, Talente, Entschuldigung. Das ist ja alles gleich. Skills, Abilities, kann man alles ins Gleiche übersetzen. So, und dann reicht das schon. SmackDown wartet nicht mehr so lange auf uns und diese Attacke, das gibt Rache! Und haben wir jetzt schon unsere Rache ausgeübt? Weiß nicht so ganz. TP sammeln wir noch ein bisschen, VC auch noch ein bisschen und dann können wir uns bald was Neues einkaufen und beim nächsten Mal sehen wir dann auch, was dann in dieser Fehde weiter geschieht. Ne? Ich hoffe, ihr seid gespannt. Hab diese paar Cutscenes genossen in den letzten Folgen. Das saß auch erstmal für mich in dieser Aufnahmesession 12 Folgen aufgenommen am heutigen Tag. Hier am Mittwoch, den 25.11.2014. Da überlege ich echt schon mal, weil ich echt schon viel aufnehme, so für 4 Tage. Ich werde das wahrscheinlich reduzieren. Es tut mir leid, aber andere Sachen rufen denn doch und ja. Vielleicht dazu ein extra Video irgendwann mal. Freunde, der Mofa cool, ne? Airblog aus. Bis dahin, euer Franz, euer Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.